richtige Entscheidung. Bezieht sich wahrscheinlich aufs Studium. Richtig. Mhm. Denke ich mal. Bei mir? Bei mir klares Ja. Also, ich bin begeistert, also keine Ahnung. Süß. Ja. Also ich weiß nicht, soll ich da noch irgendwas zu sagen weiter, aber warum? Ich bin total zufrieden. Also, na gut, warum? Ist halt das, was du dir vorgestellt hast. Ja, also es ist total abwechslungsreich, die Leute sind super, es ist genau das, was ich will bisher. Und es wird immer besser quasi, je mehr man in die Richtung des Berufs macht. Genau. Ja, also mir geht es eigentlich ähnlich. Ich glaube wirklich, dass ich bei Lehramt da eine richtig, richtig gute Entscheidung getroffen habe. Es ist trotzdem immer noch so, dass es in einigen Stellen sehr schwierig wird und man sich immer wieder ein bisschen neu motivieren muss und sich auch wieder hinsetzen muss und manchmal sehr lange etwas dafür machen muss, länger als einem manchmal lieb ist, aber es wird nach hinten zu meistens dann besser. So, also auch wenn man beim Studienverlaufsplan reinguckt, so die schlimmen Sachen sind meistens nach vorne gelegt worden. Ja, das ist bei mir auch so. Also der Grundscheiß, wenn man ihn mal so... Das ist auch ein schöner Begriff. Ja, es ist halt ganz viel Kram, wenn du halt, wie gesagt, einmal machst und dann nie wieder. Und, ich weiß noch, ich habe dich mal in der Klausurenzeit getroffen und du hast so viel geschimpft. Ja. So viel geschimpft. Ja. Ja. Aber es war auch heftig bei dir. Ja, also, ja. Was hattest du, 7 Klausuren? 7 Klausuren. Innerhalb von 2-3 Wochen. Ja. Das war echt hart. Es war halt Freitag, letzter Unitag, Samstag, 8 Uhr morgens Mathe. Juhu, Samstag. Und dann Montag, und dann Mittwoch, und dann Freitag, und dann Montag, und dann Mittwoch. Ja, du hast viel geschimpft. Und dann Dienstag. Aber danach war es gut. Aber habt ihr nicht geschimpft? Oder hattet ihr nicht so viel? Du hast ja noch. Doch, ich habe schon geschimpft, weil ich halt alles an einem Tag können musste. Und das fand ich nervig. Also wer sich das ausgedacht hat, nicht die beste Lösung. Nicht die beste Lösung. Aber dann war es halt auch schnell vorbei. Und dann war es halt schön. Und hat auch alles gut funktioniert. Also von daher. Das ist so. Bei euch so? Wie fandet ihr die Klausurenzeit? Also ich weiß, ich bin ja immer so, Mensch, ich schiebe alles vor mir her und dann sehe ich am Ende so den Riesenberg. Aber das Coole war, wir haben es halt so gemacht, wir haben uns immer verabredet zum Lernen und da hatte ich halt so einen Punkt, wo ich mir dachte, ja, wenn wir uns gegenseitig abfragen, dann wird es ja da auch nicht doof dastehen und dann ging es halt irgendwann. Und so, also wir hatten 3 Klausuren und es waren auch alles interessante Sachen und es war cool. Also bei uns war es so, dass... Also was mir jetzt aufgefallen ist, ich habe es auch echt vor mir hergeschoben und gedacht, ja, ich habe noch Zeit, 4 Wochen, 5 Wochen, aber 5 Wochen ist beim Studieren irgendwie nicht wirklich viel Zeit. Also klar, man fängt sicherlich 2 Monate schon vorher an, so Stück für Stück zu arbeiten, aber selbst das, du musst einfach, also bei mir ist es so, dass man wirklich konstant im Studium jetzt lernen muss. Das heißt, du schreibst, also ich sollte mir nicht am Ende der Zeit erst dann meine Zusammenfassung schreiben, sondern viel früher. Also jetzt also direkt 3 Tage danach. Total geholfen, dass ich alles nach den Vorlesungen gleich nachbereitet hätte, sonst wäre ich nicht hinterhergekommen mit. Du erinnerst dich auch nicht mal an diese ganzen Sachen, weil es zu viel Input ist. Ja. Das wäre auch zeitlich nicht gegangen. Wenn ich da jetzt erst nach Vorlesungsende gesagt hätte, jetzt gucken wir mal, was wir da alles zusammenfassen können. Also es hätte nicht funktioniert. So, wir hatten noch mehr dazu, oder? Eine richtige Entscheidung. Bei mir? Ja, ich denke auch. Okay, klar, das Statement. Nee, weil jetzt merkt man im zweiten Semester, dass es wirklich mehr so Richtung Wirtschaftswissenschaften geht und dieses Grundstudium, was ist ja kein Grundstudium, aber das erste Semester war halt sehr, waren viele Module von anderen Bereichen, die halt wichtig sind, aber nicht der Kern. Und jetzt geht es, wie du schon meintest, immer mehr zum Kern über und das macht einfach viel mehr Spaß, weil du jetzt auch wirklich siehst, wofür du manche Sachen brauchst und wofür du manche Sachen eben nicht brauchst. Da hat der letzte Satz in der Mund. Ja, ich glaube, über richtige Entscheidungen müssen wir nicht so reden. Gibt es ein ganzes Video drüber. Also, ich weiß, dass KMW nicht das Richtige ist. Aber es war definitiv die richtige Entscheidung, hierher zu ziehen und das auch so zu erleben und zu sagen, nee, ich mache jetzt was anderes, deswegen, ich bereue nichts. Ich gehe jetzt halt einfach ganz normal weiter. Schon allein diesen Sprung zu machen, man zieht 500 Kilometer weit weg von zu Hause, man wohnt alleine, man trifft ganz neue Leute. Das war ja nicht nur das erste Semester studieren, das war auch so ein Semester Selbstfindung irgendwie. Ja. Deswegen. Ich finde es auch, also wenn ich mein Studium nicht angefangen hätte, wäre ich nicht nach Leipzig gekommen, weil das so begrenzt war, Indologie zu studieren, kann man halt nicht überall. Und sonst hätte ich halt viel mehr Möglichkeiten gehabt und wäre wahrscheinlich nicht in Leipzig gelandet.
Und dafür war es gut. So auch so ein bisschen über den Tellerrand gucken. Mhm. Und, ja. Was mir interessiert, habt ihr das eigentlich so innerhalb von einer Woche gemerkt? Will ich nicht? Oder? Nee, das schleicht sich ein. Nach Weihnachten. Ich habe auch an Weihnachten, meistens ist es ja an Weihnachten, dann kommen alle nach Hause und sagen, oh Gott, das will ich gar nicht. Jetzt muss ich wechseln. Und ich habe an Weihnachten erzählt, voll super, macht voll Spaß. Und nach Weihnachten saß ich dann in Vorlesungen und dachte mir, nee, hier gehöre ich irgendwie nicht hin. Okay. Also mir hat sich das sehr schleichend bemerkbar gemacht. So. Dann aber auch schon relativ früh, wo ich mir so dachte, ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Na, jetzt schaust du es dir dann nochmal an und hab mir dann auch mal da sehr viel selber gut zugeredet. Ja. Weil man ja auch dann nicht immer so eben in einer Woche so eine Entscheidung treffen will. Aber es war dann einfach irgendwann schon klar. Also dann so dieser Punkt zu sagen, ja, nee, das ist es wirklich nicht, das geht dann relativ schnell. Einfach weil halt sich da schon davor so viel aufbaut, ja. Dass es dann nur noch so ein bisschen eine Mutsfrage ist, zu sagen, nee, mach ich jetzt nicht mehr. Mhm. Ich hatte das Gefühl teilweise auch, dass ich so gedacht habe, ja, vielleicht nicht oder vielleicht doch. Aber bei mir war es zum Glück jetzt so, dass es sich zum Positiven gewendet hat. Aber ich kenne genau das gleiche Gefühl. Du sitzt in der Vorlesung und fragst dich teilweise so, warum, oder? Ja, da sitzt du da und denkst dir, warum mache ich das? Ja, bei mir war es dann immer ganz schlimm, wenn ich angefangen habe zu googeln, was man alles noch so studieren kann. Oh ja, das also da dachte ich mir so, das ist irgendwie nicht mehr so ganz richtig. Ja. Ich meine, woher will man es vorher wissen? Ja, wenn man es noch nie gemacht hat. Mhm. Also ich finde es auch cool, wenn man sich auf jeden Fall ausprobiert und dann guckt, passt es oder nicht und dann wechselt man. Ja, und ich habe auch wahnsinnig viele interessante Sachen jetzt gelernt. Also das war ja so und so. Mhm. Und dann war mir auch wichtig, dass ich die Klausur noch mache, dass das nicht so ein Ding ist, ich habe keinen Bock zu lernen, brech mal mein Studium ab so. Deswegen war es ja nicht so, als hätte ich jetzt ein Semester verschwendet, überhaupt nicht. Nee. Bevor man, also ich finde, bevor man weiß ich nicht, 4-5 Jahre unglücklich studiert, sagt man lieber dann nach einem Jahr, ich wechsle und fertig. Das dachte ich mir auch, ich könnte das locker 3 Jahre durchziehen, aber wie halt. Ja. Und das muss und das man ist ja auch nicht der Sinn. Ja. Ja, ich habe auch, also Leute sind manchmal gegenübergetreten und als sie für die Prüfung gelernt haben, und haben dann gemeint, oh Gott, ich schaffe das alles gar nicht. Und da habe ich auch mal gesagt, mach dir nicht so viele Gedanken, du hast einen Versuch, wenn du es nicht schaffst, hast du noch einen Versuch. Wenn du es wieder nicht schaffst, kannst du noch einen Antrag auf einen dritten Versuch stellen. Und wenn das auch nicht klappt, dann sei froh, dass so ein signifikanter Fehler schon im ersten Studium aufgefallen ist. Also im ersten Semester. So. Ja. Und du dann sofort weißt, okay, das ist anscheinend nichts für mich. Ich habe ganz viel auf Zeit Online in diesem Studium-Ressort gelesen, wo sie auch ganz viel mit Studienabbrechern gehabt haben im letzten Semester. Und irgendwie, ja, auch so Sachen wie Bürokratie, dass dann jemand im 6. Semester wegen irgendeiner Modulprüfung scheitert und dann sein ganzes Studium irgendwie auseinanderbricht, dann dachte ich mir so, ja, das hätte er vielleicht auch früher merken können, wenn man da mal so ein bisschen Selbstfindung getrieben hätte. Ja, bei den Jurastudenten, die haben ja das Problem, wenn sie ihr Staatsexamen nicht schaffen, zweimal bzw. dreimal, dann haben sie da 7 Jahre umsonst oder 8 Jahre umsonst reingebuttert und merken dann, das war's nicht. Mhm. Und das finde ich halt auch gut, also wenn, würde man es bei mir, glaube ich, auch direkt im ersten Semester merken, dass es nichts für einen ist, weil da kommt, du hast so viel Zeit da rein investiert, dass du einfach merken musst, dass es nicht das Richtige ist. Also, ich weiß nicht, bei uns ist es, also, ich weiß nicht, man verbraucht so viel Zeit für die Uni. Und wenn einem das nicht Spaß macht, dann kann man es eigentlich also wirklich komplett vergessen, weil es einfach zu zeitintensiv ist. Um dann zu sagen, also klar, man kann vielleicht im dritten Semester merken, okay, das wird jetzt zu mathematisch oder sonst was, aber ich finde, bei mir war jetzt relativ früh klar, okay, du hast es, du machst es immer noch, du machst es halt immer noch irgendwie Spaß, es ist halt super viel Zeit, die du da einfach, ja, nicht verbrauchst, aber die du dafür einfach aufwendest, um alles da zu verstehen, die alles anzugucken. Also das waren dann für mich so die Zeiten, okay, das ist wohl doch das Richtige, weil ich mache es ja immer noch. Es macht mir immer noch teilweise Spaß, teilweise nicht. Aber ich habe jetzt nie den Punkt gehabt, wo ich gesagt habe, das war umsonst. Und dann hätte ich gesagt, okay, brech ab, weil wenn du merkst, du hast jetzt, was weiß ich, ein Wochenende dafür aufgewandt, also benutzt, um, was weiß ich, Informatik oder Privatrecht zu lernen. Und wenn mir dann aufgefallen wäre, das wäre nicht, also das war verschwendete Zeit, dann hätte ich, glaube ich, auch gesagt, das spreche. Aber das ist, finde ich, das Gute, dass es so zeitintensiv ist, dass du es eigentlich recht schnell merkst.
da, also das finde ich gut, dass es dir so geht, aber bei mir ist es gerade so, dass der Punkt, dass ich neben meinem Studium noch genug freie Zeit habe, also das ist so ein Punkt, weshalb es für mich auch so richtig ist. Also ich mache das unheimlich gerne, aber ich habe noch ein Leben daneben quasi. Und das war halt auch ein Punkt, warum ich mich dafür entschieden habe. Weil es nicht so wie bei Medizin ist, dass man sich jetzt eine bestimmte Zeit nur auf sein Studium fokussiert, sondern weil man auch leben kann, Spaß haben kann, sich überall anders, also in anderen Richtungen ausprobieren kann. Freizeit hat genügt. Genau.